Liebe Seniorentreffler, wie ich weiß, auch einige von der Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet sind dabei. Ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich. Ich bitte um Verständnis dafür, dass bis zu Beginn der Diskussion wir die Zuhörer stumm geschaltet haben, damit wir nicht durch Telefonate etc. gestört werden. Das kann ja nicht verhindert werden, dass jemand angerufen wird während des Vortrages. Ich begrüße aber nicht nur die Zuhörer, sondern vor allem recht herzlich den heutigen Redner. Das ist Dr. Klaus Daudel. Er war Studiendirektor und Lehrer am Hölderlin-Gymnasium in Nürtingen in Baden-Württemberg und Fachleiter für Deutsch am Seminar für Lehrerbildung und Didaktik in Stuttgart. Und als Hobby gibt er an die Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet. Und darauf beruht unsere persönliche Bekanntschaft, weil der Klaus, Margit und ich, wir waren Teil der Gründungsmitglieder der Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet. Und daher kennen wir Klaus sehr gut. Solange ich zurückdenken kann, war er dort für die Finanzen zuständig. Und er hat vor allem auch sehr viele inhaltliche Beiträge in der ZUM geleistet. Und heute freuen wir uns sehr, dass er sich bereit erklärt hat, uns einen Vortrag über Goethes Faust zu halten. Das wird nicht bedeuten, so hat er uns schon in Kenntnis gesetzt, dass er jetzt auswendig den Faust wiedergeben wird, nacherzählen wird, sondern er wird vor allem versuchen, uns auch ein Verständnis der Entstehungsgeschichte dieses Werkes der deutschen Literatur zu geben. Klaus, das Beste ist, ich übergebe dir jetzt das Wort. Noch eine kurze Bemerkung. Es wird aufgezeichnet, weil wir wollen diesen Vortrag auf YouTube publizieren. Also jeder, der nicht mit Video erscheinen möchte, der kann sein Video auch inaktivieren. Lieber Klaus, jetzt hast du das Wort und ich stelle meinen Ton ab. Ja, vielen Dank und guten Abend. Danke für die Einführung. Ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Und ich danke für das Interesse, dass Sie jetzt diesem Thema und meinem Vortrag entgegenbringen. Es heißt im Vorspiel auf dem Theater, heißt es, wer manches bringt oder wer vieles bringt, wird manchen etwas bringen und jeder geht zufrieden aus dem Haus. Das sagt der Theaterdirektor. Ich bin jetzt nicht der Theaterdirektor, aber ich habe die gleiche Absicht. Ich möchte Ihnen vieles bringen, damit Sie mindestens manches mit nach Hause bringen. Jetzt mache ich es kurz. Ich werde meine Präsentation einblenden und erklären. So, ich gehe davon aus, dass Sie jetzt Folgendes sehen. Einen gelben Hintergrund mit mehreren braun gefärbten Flächen darauf. Und das sind die 7 Themenkomplexe, die ich hier zusammengestellt habe. Ich erkläre das auch kurz, damit das sozusagen als Inhaltsangabe schon mal klar ist. Die Vorgeschichte betrifft nicht Goethe, sondern Faust. Das sind historische und andere Vorzeichen, dann die Geschichte des Fauststoffes und schließlich, wie das Ganze bei Goethe ankam und er verarbeitet hat. Das Drama, der erste Teil, besteht selber wiederum aus 3 Vorspielen oder Vorworten, wenn man so sagen kann, die werde ich ganz kurz erläutern. Eines davon ist besonders wichtig, das ist der Prolog im Himmel. Und unter dem Stichwort Magie fasse ich das, die sogenannte Gelehrten-Tragödie. Das ist die Geschichte
oder die Handlung vom alten Faust und dem Versuch mittels der Magie in höhere Sphären vorzustoßen. Und dann habe ich Margarete oder Gretchen 3 Kapitel gewidmet, weil sie mir eine so wichtige Person ist. Und ich glaube, wenn sie dann am Schluss, wenn wir das resümieren in dem Epilog, dann wird Ihnen das natürlich sofort einleuchten. So, und ist diese Präsentation für Sie bildschirmfüllend? Karl, kannst du das mal kurz erklären? Ja, das ist bildschirmfüllend. Gut. Ich sehe dich noch rechts als kleines Bild. Ja. Okay, ich habe mir jetzt erlaubt, oder ich dachte, damit wir alle sozusagen auf dem gleichen Stand sind und den Handlungskern von diesem Drama schon kennen, bevor ich in Details einsteige, dann zeige ich Ihnen ein kleines Filmchen, so wie es im Internet zuhauf vorhanden ist, aber in unterschiedlicher Länge und unterschiedlicher Qualität. Ich nehme das kürzeste von allen, Faust in 60 Sekunden, vom Stark Verlag. Deswegen heißt es auch Stark erklärt, aber wie gesagt, das Stark kommt von dem Verlagsnamen her. Eine Faust kennst du. Damit kannst du auf den Tisch hauen, einem eine verpassen oder, wenn du magst, einen Stift ganz, ganz stark festhalten. Aber den Faust von Goethe kennst du nicht? Wir erklären dir die Handlung in einer Minute. Der universalgelehrte Faust ist wissenschaftlich an die Grenzen des menschlich Möglichen gestoßen und geht in seiner Verzweiflung mit dem Teufel Mephisto einen Pakt ein. Dieser hat zuvor mit Gott gewettet, Faust dauerhaft zum Bösen verführen zu können. Er bietet dem Gelehrten an, ihm mit seinen Diensten noch einen erfüllten Augenblick zu verschaffen, wofür Faust im Jenseits des Teufels sein soll. Mit Mephistos Hilfe wird Faust verjüngt, verliebt sich in das einfache Bürgermädchen Gretchen und verführt es. Ihren Bruder ersticht Faust unter dem Einfluss Mephistos, der Gelehrte muss deshalb fliehen. Faust erfährt später von Mephisto, dass die Geliebte von ihm schwanger geworden ist, ihr Kind als Ehelose aus Angst vor sozialer Ächtung ertränkt hat und zum Tode verurteilt worden ist. Faust will Gretchen nun aus dem Kerker befreien. Sie jedoch, dem Wahnsinn verfallen, will nicht fliehen, vor allem da Fausts teuflischer Gefährte mithilft. Gott verkündet aber abschließend ihre seelische Errettung. So, vielen Dank. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Und wir steigen sofort ein in den historischen Faust. Es gibt ihn oder es gab ihn also wirklich. Und der Günther Mahal hat dazu ein ganzes Buch geschrieben. Natürlich ein Gesellschaftspanorama des 16. Jahrhunderts. Es sind insgesamt 9 Dokumente unterschiedlicher Länge und Herkunft vorhanden. Einmal wird Faust von der Stadt Würzburg nicht hereingelassen, weil man ihn nicht haben wollte. Ein anderes Mal zahlt ein Bischof, der Bischof von Bamberg, viel Geld für ein Lebenshoroskop. Und dann wiederum soll er im Kloster Maulbronn in einem Turm, der jetzt Faustturm heißt, soll er da versucht haben, Gold zu produzieren. Also das ist so etwa das Spektrum, innerhalb dessen es Dokumente gibt von diesem Johann Faust, manchmal auch Heinrich Faust. Auf dem Bild sehen Sie dann das Faustmuseum in Knittlingen, das ist im Rathaus. Knittlingen ist ein kleiner Ort bei Maulbronn, also im Nordschwarzwald. Und man könnte auch sagen, ein verschlafener Ort, aber immerhin ein Faustmuseum, das besuchenswert ist. Was macht den Faust jetzt eigentlich so spannend? Er ist ein Mann mit vielen Kompetenzen. Was hat er alles in seinem Portfolio gehabt? Alle Arten von Mantiken. Mantiken sind Wahrsagekünste auf der Grundlage von verschiedenen Elementen, also die Geomantie, die Voraussage aus Erdkonstellation
Aeromantie aus der Luft, Aquamantie oder Hydromantie und Chiromantie. Nekromantie ist die Geisterbeschwörung, Chiromantie ist Handlesekunst. Da komme ich gleich drauf. Natürlich Astrologie, da werden sogenannte Nativitäten erstellt, schon meistens bei der Geburt, ein Lebenshoroskop. Er hat wohl als Arzt sich dargestellt, deswegen der Name oder das Beiwort Doktor, und die Alchemie. Als solcher ist er eine besonders wichtige Person gewesen, übrigens dann auch für Goethe, und in dem Faust 2 spielt vor allen Dingen Alchemie eine ganz wichtige Rolle, um einen künstlichen Menschen zu erschaffen. Aber das werden wir, und damit werden wir uns nicht beschäftigen, das ist ein Kapitel für sich. Ein kurzer Hinweis darauf, dass das alles doch sehr ernsthaft und hochintellektuell war und eine Person wie Faust hochgebildet gewesen sein muss und seine Künste hochkompliziert. Das ist die Grundlage für die Chiromantie, also die Handlesekunst. Sie sehen, das sieht schon sehr kompliziert aus. Ich kann es auch gar nicht erklären, was da alles steht. Es ist eben eine Geheimwissenschaft oder eine Kunst. Wichtig sind allein schon Messungen von Handteilen, von Gliedlängen, von Abständen und so weiter. Das ist schon mal ein Teil dieser Kunst, die da von dem Faust praktiziert worden ist. Ein Satz zur Alchemie. Das ist im Prinzip nicht Hokuspokus gewesen, sondern in gewisser Weise die fortgeschrittenste Wissenschaft ihrer Zeit. Basierend allerdings auf einer Voraussetzung, die wir heute nicht mehr akzeptieren. Das ist die Vier-Elementen-Lehre von Aristoteles. Erde, alles, was existiert, setzt sich aus Erde, Wasser, Luft und Feuer zusammen oder setzt sich darin zusammen und ist vorhanden. Und alles, was existiert, ist in unreinen Mischungen vorhanden. Und die Kunst besteht jetzt darin, aus diesen unreinen Stoffen reine herzustellen. Und dazu braucht man natürlich ganz komplizierte Verfahrensweisen und Gerätschaften. Man muss aber auch, weil das ein spirituell hochstehendes Unterfangen ist, selbst sich einem spirituellen Prozess, Reinigungsprozess unterziehen und sozusagen über Askese und andere Formen der Entsagung sich auch innerlich bereit machen für das Gelingen dieser Prozesse. Also Sie sehen, dass es geht nicht darum, Stroh zu Gold zu spinnen oder sowas Ähnliches, sondern tatsächlich den Elementen und den Dingen auf den Grund zu gehen. Goethe selbst hat da großes Interesse daran gehabt. Er schreibt in seiner Biografie Dichtung und Wahrheit, dass er als Student in Straßburg sich also mit Hexenwerk und Alchemie und so weiter sehr wohl beschäftigt hat, aber er musste das verheimlichen. Er hat es heimlich gemacht, damit er da also nicht in ein falsches Licht gerückt worden ist. Schließlich war er ja eigentlich ein ganz seriöser Jurastudent in Straßburg. So viel also dazu, und manches davon wird einfach wieder auftauchen. Die Geschichte des Fauststoffes geht also weiter. Der Faust hat viele sozusagen Episoden hinterlassen. Er ist auch richtig durchs Land gezogen, und diese Episoden wurden dann tradiert und ein bisschen aufgebläht und dann gesammelt. Und zwar in der Historia von Dr. Johann Fausten, dem weitbeschreiten Zauberer. Das würde ich gerne mal Ihnen genauer vorführen. Ich lese es einfach mal vor, weil es mir so gefällt und weil es weil das schon modernes Deutsch ist. Das ist kein altes Deutsch, das ist schon modernes Deutsch, nur eben die Schreibung ist noch nicht geordnet. Also Historia von Dr. Johann Fausten, dem weit beschreiten Zauberer und Schwarzkünstler, wie er sich gegen den Teufel auf eine benannte Zeit verschrieben. Was er hier zwischen
für seltsame Abenteuer gesehen, selbst angerichtet und getrieben, bis er endlich seinen wohlverdienten Lohn empfangen. Mehrerteils aus seinen eigenen hinterlassenen Stiften, allen hochtragenden, fürwitzigen und gottlosen Menschen zum schrecklichen Beispiel, abscheulichem Exempel und treuherziger Warnung, zusammengezogen und in Druck gefertigt, Jakobi, das kann ich jetzt nicht deuten, seid Gott untertänig, widerstehe dem Teufel, so fleuchtet er von euch. Unten steht eine römische Zahl, das ist 1587, und dieses Werk, diese Zusammenstellung, die eine protestantische Warnschrift ist, sich mit dem Teufel nicht einzulassen, hat über 20 Auflagen erfahren und ist in mehrere Sprachen übersetzt worden. Und eine dieser Sprachen ist das Englische gewesen und wurde in wenigen Jahren aufgegriffen von einem Zeitgenossen Shakespeares, nämlich von Christopher Marlowe, The Tragical History of the Life and Death of Dr. Faustus. Und dieses Drama, in diesem Drama findet schon eine gewisse Umdeutung der Person oder der Figur des Faust statt. Also er ist nicht mehr der verabscheuungswürdige Teufelsbündler, sondern schon eine Art Ausnahmemensch, dessen Tragik darin besteht, eben in dieser Ausnahmesituation verbleiben zu müssen und schließlich nicht in der Lage zu sein, sich dem Teufel zu entziehen, wo er doch im Prinzip ein höheres Anliegen hatte. Das ist dann genau der Gedankengang, der dann später bei Goethes Faust wieder leiten wird. Aber nicht nur bei Goethes Faust, sondern auch bei anderen. Also hier ganz kurz die Reihenfolge, Volksbuch 1587, Christopher Marlowe, übrigens ein Schriftstellerkollege von Shakespeare, der allerdings mit 29 oder 28 gestorben ist. Der ist bei einem Wirtshausstreit erstochen worden. Dann wird das Thema und der Erfolg dieser Geschichte und dieser Schauer und Grusel, der davon ausgegangen ist, der wird dann in Wanderbühnen und Puppenspielen wird er auf den Kontinent getragen. Und jetzt diese Namensreihe, Gotthold Ephraim Lessing, Jakob Michael Reinhold Lenz, Mahler Müller, Friedrich Maximilian Klinger, Johann Wolfgang Goethe, Heinrich Heine, das ist sozusagen das Who is Who der deutschen klassischen oder aufklärerischen Literatur, haben alle sich mit dem Thema Faust beschäftigt, haben alle einen Entwurf oder sogar ein ganzes Drama dazu geschrieben. Das eine oder andere werde ich dann erklären. Und bis hin zu unserem Thomas Mann, der ein sehr umfangreiches Werk, einen Roman geschrieben hat, Dr. Faustus. Da ist Faust ein Tonsetzer, also ein Komponist, der sich mit dem Teufel einlässt, und der Teufel, der wiederum vertritt musikalische oder tonsetzerische Ideen, wie man sie bei Arnold Schönberg in der Zwölftonmusik findet. Also von daher doch eine ganz interessante, ganz andere Wendung dieser Thematik. Und wie kommt Faust jetzt, wie kommt Goethe jetzt da rein? Ich habe drei Zahlen aufgeschrieben, 23, 59, 82. Das sind die Jahreszahlen, bei denen Goethe einen bestimmten Stand in seiner Arbeit am Faust erreicht hat. Mit 23, also noch als Student in Straßburg, als Jurastudent, hat er schon die ersten Skizzen und Szenen entworfen. Den Anlass dazu werde ich gleich erklären. Diese Szenen, die hat er dann bei verschiedenen Gesellschaften, unter anderem auch unter Anwesenheit des Weimarer Prinzen, hat er vorgetragen mit einigem Erfolg, wie es heißt. Und diese Skizzen sind allerdings nicht von ihm veröffentlicht worden, sondern eine
Hofdame hat eine Abschrift davon erbeten. Sie hat sie selber durchgeführt. Und diese Abschrift ist dann 50 Jahre oder 80 Jahre später erst gefunden worden. Das ist das, was man den Urfaust nennt. 1790, also Goethe ist dann in den Dienst des Herzogtums Weimar und Eisenach eingetreten. Er war der Erzieher des Prinzen und dann späteren Fürsten. Und er war dann immer stärker in Staatsgeschäfte verwickelt. Er war Minister für alles, Minister für Bergbau. Im Harz waren ja die Minen, Erzminen und Silberminen. Er war Kriegsminister. Er musste zwischendurch mal in den Krieg gegen die französischen Truppen ziehen. Und überhaupt kam er zu gar nichts. Und er ist dann 10 Jahre später, also nach 10 Jahren, nachdem er dieses Joch als Minister für alles getragen hatte, ist er dann eines Nachts in eine Kutsche gestiegen und unter dem Synonym oder Anonym Müller nach Italien abgefahren und dort 2 Jahre geblieben. Als er zurückkam, hat er es geschafft, also diese Last von Ämtern tatsächlich von sich zu weisen und konnte sich dann wieder stärker auf Schreiben und Literatur und Kunst und Theater, er war ja noch der Theaterdirektor, konzentrieren. Und da hat er dann, fing er an, sich mit dem Thema wieder zu beschäftigen, hat erstmal Fragmente veröffentlicht, damit die nicht verloren gehen. Und dann hat er auf Drängen und Anraten von Friedrich Schiller das alles nochmal überarbeitet und tatsächlich 1808, also mit 59 Jahren, den Faust I veröffentlicht. Den Rest seines Lebens hat er immer wieder an der Fortsetzung der Geschichte gearbeitet. Sie werden später sehen, die muss einfach fortgesetzt werden. Die kann nicht so enden wie der Faust I. Hat dann ein Jahr vor seinem Tod das Ganze versiegelt, in die Schublade gesteckt und wollte erst nach seinem Tod wieder zulassen, dass sie geöffnet wird, die Schublade. Er wusste, was da auf ihn warten würde, wenn zu seinen Lebzeiten das veröffentlicht würde. Ganze Generationen von Schriftstellern und das gebildete Publikum wartete letztendlich auf nichts anderes. Und von daher hat er sich das einfach ersparen wollen. So, und jetzt mal, wo sind wir jetzt in der Präsentation? Das ist die Vorgeschichte. Und jetzt steigen wir ein in den Faust und mit den 3 Vorworten. Es beginnt mit der Zueignung. Das ist, wenn Sie die erste Zeile lesen, erschließt sich das, was er hier eigentlich will. Ihr naht euch wieder schwankende Gestalten, die früh sich einst dem Blick gezeigt. Versuche ich wohl, euch diesmal festzuhalten, fühle ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt. Also er schaut zurück, er überblickt quasi die Zeit, wo diese Figuren, diese Protagonisten, diese Geschichte, dieses Thema in ihm gearbeitet haben und dass er jetzt sich sozusagen von ihnen selbst gedrängt sieht, ihnen wieder Gestalt zu geben und sie zu bannen, mehr oder weniger. Und das ist damit auch eine Begegnung mit seiner eigenen Geschichte, mit seinem mittlerweile schon 50, 60-jährigen Leben. Etwas konkreter wird es jetzt im Vorspiel auf dem Theater. Wir haben einen Direktor, einen Theaterdirektor, einen Theaterdichter und eine lustige Person. Alle drei, jeder vertritt eine ganz bestimmte Position. Der Theaterdirektor ist an einem ökonomischen, finanziellen Erfolg interessiert. Der Theaterdichter an hoher Qualität und einem gebildeten Publikum, und die lustige Person ist interessiert, dass das Publikum gut unterhalten wird. Die drei diskutieren jetzt sozusagen ihre jeweiligen Interessenslagen durch, und irgendwann, also man lernt hier viel über das Theater, irgendwann sagt der Theaterdirektor sozusagen: Schluss jetzt. Ihr wisst, auf unseren deutschen Bühnen probiert ein jeder, was er mag. Drum schonet mir an diesem Tag
Prospekte nicht und nicht Maschinen. So schreitet in dem engen Bretterhaus den ganzen Kreis der Schöpfung aus und wandelt mit bedächtiger Schnelle vom Himmel durch die Welt zur Hölle. Prospekte sind bemalte Wände, in denen Szenerien dargestellt werden, und die schiebt man dann sozusagen auf die Bühne. Und um das zu machen, benutzt man Schnüre. Das sind die Maschinen, und es gibt ja heute noch den Schnürboden im Theater, wo von oben nach unten oder von links nach rechts die Szenarien eingefahren werden. Der letzte Satz ist interessant: vom Himmel durch die Welt zur Hölle. Und jetzt schauen Sie mal bitte genauer hin. Das ist ein Beispiel für ein mittelalterliches Mysterientheater, das zu Feiertagen wie Ostern auf den Marktplätzen aufgeführt wurde. Vom Himmel durch die Welt zur Hölle, da hat der Goethe bewusst ein historisches Setting gewählt, und Sie sehen oben den Himmel, Sie sehen die Erde sozusagen als die Bewährungsdimension, und Sie sehen unten den Höllenrachen. Und Sie sehen das Volk, und Sie sehen hier übrigens einen, bisschen schwach, aber Sie sehen hier noch eine Figur, das ist der Hanswurst, das ist die lustige Person, aus der später dann der Kasper wurde. Also dieses anarchische Element in jeder Theater oder in jeder Aufführung. So, das also ist erst einmal das, was sich Goethe gedacht hat, in welche Welt er den Faust platziert. Und wir kommen jetzt zum Prolog im Himmel. Da möchte ich gleich mal mit einem Bild anfangen. Das ist von Goethe. Und so etwa hat er wohl sich vorgestellt, könnte das im Himmel oder diese Situation im Himmel aussehen. Also relativ konventionell. Da oben sitzt ein herkulesartiger Herr, umringt von Erzengeln. Das sind drei, die singen das Lob der Elemente. Und von unten nach oben dann, wie es sich gehört, der Teufel oder in diesem Fall Mephistopheles. Die zwei diskutieren. Sie haben ein Thema. Das erste Wort hat übrigens der Teufel. Und er beklagt sich sofort, dass es in der Welt und den Menschen einfach, dass es nicht gut geht. Und damit setzt er eigentlich das Thema nicht nur des ganzen Dramas, sondern speziell vom Prolog im Himmel, nämlich was ist der Mensch? Und jetzt stehen These gegen These. Mephistopheles, der sich beklagt, sagt, der Mensch ist ein Wesen, das stagniert, das hat keine Entwicklung, es ist ohne Steigerung und sein Streben ist nutzlos. In jeden Quark begräbt er seine Nase, heißt es. Seine Vernunft ist Blendwerk, er bildet sich darauf etwas ein und hat gar kein Recht dazu. Und er bleibt der Materie verhaftet, das heißt, er ist eigentlich ein Mensch, der die Lust pflegt und nicht die Vernunft. Und der Satz heißt dann, Staub soll er fressen und mit Lust. Das ist sozusagen das Verdikt dessen, was dem Menschen droht und was ihm gemäß ist eigentlich. Das kann der Herr nicht stehen lassen. Er verweist auf die Entwicklungsfähigkeit und auch die Entwicklungsbedürftigkeit des Menschen. Er muss sich ja aus der Tollheit emporarbeiten, und dazu muss ihm die Gärung, die Unruhe des Geistes behilflich sein. Und nur in seinem Streben kann sich also seine Bestimmung, die Erhebung zu einer ernsthaften Persönlichkeit, zu einem erlösungswürdigen Wesen erfüllen. Wir haben These gegen These. Wie kommt man aus so einer Diskussion raus oder wie führt man sie weiter? Man nimmt ein Beispiel.
Und die kommen ganz, da kommt jetzt von dem Herrn ganz direkt die Frage: Kennst du den Faust? Und Mephisto springt sofort darauf an und sagt: Ah, den kenne ich, das ist ein ganz besonderer Typ. Bei dem ist die Gärung besonders heftig. Er ist ein unruhiger Mensch. Und er stellt sofort die Behauptung auf: Was wettet ihr? Den sollt ihr noch verlieren, wenn ihr mir die Erlaubnis gebt, ihn meine Straße sacht zu führen. Führen im Sinne von verführen. Das lässt der Herr zu, sagt allerdings noch Folgendes: Du darfst auch hier nur frei erscheinen. Von allen Geistern, die verneinen, ist mir der Schalk am wenigsten zur Last. Er weist also dem Mephistopheles seine Grenzen. Er ist eigentlich auch nur ein Instrument, um diese Gärung, diese Unruhe des Geistes im Menschen zu befördern. Man könnte also jetzt sagen, das ist aber kein faires Spiel, das ist auch keine faire, eigentlich keine faire Ausgangssituation für den Mephistopheles, für den Teufel. Nun denn, soweit der Anfang. Jetzt sind wir direkt in der gelehrten Tragödie. Das ist keine Tragödie, wie sich am Schluss zeigen wird. Es ist erst einmal das traditionelle Faust-Thema, das hier durchgespielt wird. Faust ist in einem mittelalterlich hochgotischen Raum. Er ist alt, er ist allein und er ist deprimiert. Und das wird ganz deutlich. Ich lese vor, also ich bin kein Rezitator, ich streng mich auch gar nicht an, da also jetzt irgendwie deklamatorisch zu brillieren. Ich lese vor, das sind die bekannten Zeilen am Anfang. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei, Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Das geht so weiter. Das sind bekannte Verse, die werden gerne zitiert, übrigens auch von Schülern, zu gegebener Zeit am gegebenen Ort. Ich habe das Wort wir fett gedruckt, weil es darauf hinweist, er sagt nicht, dass ich nichts wissen kann, sondern wir können nichts wissen. Sozusagen, die Menschen sind so am Ende ihres Witzes angelangt. Es gibt Grenzen der Erkenntnis. Und das ist natürlich eine besonders deprimierende Erfahrung oder Gedanke, wenn man, vor allen Dingen, wenn man Gelehrter ist und so einer wie der Faust, der natürlich diese Grenzen nicht akzeptieren will. Drum hat er sich der Magie verschrieben, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und damit wollen wir uns jetzt als nächstes beschäftigen und ich gebe hier eine ganz kurze Inhaltsangabe, wie es weitergeht. Faust ist also verzweifelt, er ist an seinen Grenzen. Er sucht Rat im Buch des Magiers Nostradamus, das ist der, von dem die Prophezeiungen noch heute irgendwie ausgewertet werden. Er beschwört den Erdgeist und wird von diesem zurückgestoßen und gedemütigt. Der Erdgeist, das ist so die Inkarnation der Elemente, sozusagen der Naturkräfte, der Elementargewalten. Er schafft es immerhin, ihn zu beschwören, aber der Erdgeist lässt sich darauf nicht ein. Hier, das ist ebenfalls eine Zeichnung von Goethe, wie er sich das vorstellt oder wie er es gesehen haben möchte. Und Faust ruft ihn: Ich bin's, Faust, bin Faust, bin deinesgleichen. Also das ist schon mal also nicht ohne Selbstbewusstsein. Und der Geist sagt: Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir. Und Faust ist niedergeschmettert: Nicht dir, wem denn? Ich, Ebenbild der Gottheit, und nicht einmal dir. Das ist also eine ganz
deprimierende Erfahrung für einen, der so hoch hinaus will und sich für so mächtig hält und so mächtig fühlt und so hohe Ambitionen hat. Er wird sozusagen zurückgewiesen. Und das bedeutet jetzt für ihn, er greift zur Giftflasche, er will sich umbringen zum letzten Beweis, dass Manneswürde nicht der Götterhöhe weicht. Und jetzt kommt der Engelsgesang, der ihn vom Selbstmord abhält. Dieser Engelsgesang ist keine Vision oder etwas, was in ihm selbst sich abspielt, sondern wir haben denn die Nacht von Ostersamstag auf Ostersonntag. Und am Ostersonntag beginnen die Osterspiele in der Stadt, aufgeführt von den Zünften, und dazu gehören Engelsgesänge als Einleitung sozusagen. Gott oder Christ ist erstanden von den Martern alle, Kyrie Eleis, Kyrie Eleis. Und damit fängt das an und dann werden die Auferstehungsereignisse oder die Auferstehungsgeschichte durchgespielt oder vorgespielt öffentlich. Das ist es, was den Faust davon abhält, diesen Gifttrank zu trinken. Und wir haben jetzt sofort eine Spiegelung, Szenerie aus der Dunkelheit, aus der Einsamkeit der Nacht, aus dieser depressiv trüben Stimmung, aus der Besessenheit mit Magie geht es jetzt hinaus ins Offene, ins Helle, in den Frühling, wo das Volk sich sammelt, wo er nicht mehr alleine ist. Und hier hält er jetzt zusammen, weil er mit seinem Famulus, seinem Assistenten Wagner unterwegs ist, mit dem unterhält er sich und dem erklärt er jetzt sozusagen die Natur. Und das beginnt eben mit diesem wunderschönen, mit dieser wunderschönen Darstellung von Frühlingserwachen. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Hoffnungsglück, eine Wortschöpfung. Das zwei Abstrakte werden zusammengebracht und ergeben einen ganzen Strauß, ein Assoziationsfeld an positiven Gedanken. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er fliehend nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Das sprachliche Mittel, das hier im Vordergrund steht, ist die Personifikation von Naturvorgängen, der Frühling, der Winter, die Sonne, sie alle sind sozusagen Agenten in einem Naturschauspiel. Sie haben ein intentionales Verhalten, sie haben ein Ziel und sie streiten miteinander und es führt sozusagen auf diese Weise, kommt ein neuer Lebenszustand zustande. Das ist der Makrokosmos-Bereich und der nächste Bereich ist der Mikrokosmos, denn jetzt, welche Rolle spielen die Menschen? Sie beleben diese Natur, die bisher weiß war, sie beleben sie bunt und sie sind selber, sie erwachen selbst. Und da heißt also, sagt Faust zu Wagner, kehre dich um, von diesen Höhen nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finstern Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute gern, sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden. Die Auferstehungsgeschichte, die christliche Auferstehungsgeschichte wird hier dargestellt als eigentlich ein Naturvorgang, ein Naturereignis. Und wir haben sozusagen eine Umdeutung, man könnte auch sagen, eine pantheistische Umdeutung des christlichen Auferstehungs, der christlichen Auferstehungserzählung. Und
Das ist auch ein Teil von Goethes religiösen Überzeugung. Wir kommen dann später nochmal drauf zu sprechen, wenn er sozusagen sein Glaubensbekenntnis von sich gibt. Und jetzt kommt der Schluss dieses Monologes. Ich höre schon des Dorfs Getümmel. Hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein. Also wir haben nochmal wieder das Thema Mensch. Was ist ein Mensch? Wo ist er zu Hause? Und wir haben hier das Menschsein sozusagen definiert als ein geborgen und aufgehoben Sein in den größeren Natur- oder kosmischen Zusammenhang und auch in einem sozialen Zusammenhang. In dieser Szene Osterspaziergang, da sind jede Menge Personen unterwegs, die sich unterhalten, die Spaß miteinander haben, die zum Tanzen gehen. Alle diese kleinen Momente von Glücklichkeit, von Tratsch, von Gemeinschaft und so weiter, die führen jetzt also zu dieser Idee, worin dieser Vorstellung von Menschsein. Und das Problem ist jetzt, Faust gehört trotzdem nicht dazu. Er ist und bleibt ein Außenseiter. Er wird nicht, es wird ihm nicht möglich sein, in dieses Getümmel des Volkes sich selbst einzugliedern. Er bleibt Beobachter, Zuschauer. Und jetzt passiert in diesem Augenblick Folgendes. Jetzt kommt ein Pudel. Er umkreist beide. Und Faust nimmt ihn einfach mal so mit zu sich in seine gotische Gruft und ist also jetzt durch dieses Ostererlebnis wieder sehr guten Mutes aufgebaut. Er denkt so, was mache ich jetzt Vernünftiges? Ich übersetze die Bibel nochmal neu. Und im ersten Buch, im Buch Johannes, das beginnt mit dem Satz, am Anfang war das Wort. Und er deutet, übersetzt das neu und zuerst mit dem Wort am Anfang war die Kraft und zum Schluss kommt er zu dem Ergebnis, am besten ist, am Anfang war die Tat. Dieser Tatbegriff wird das Bild des Faust im 19. Jahrhundert ganz stark prägen, der Tatmensch. Bis hin ins Dritte Reich hinein ist Faust dieser Typus, der weit ausgreifend erobernd die Welt sich unterwirft. Gleichzeitig, wie er aber diese Versuche der Übersetzung vornimmt, ist der Pudel, wird immer unruhiger und Faust muss ihn, also er beschwört ihn und bei dieser Beschwörung entpuppt er sich mit Rauch und Gestank und Knall und so weiter als Mephistopheles, der da jetzt den Raum betritt. Nach längeren Disputationen darüber, wer was ist und wer welche Rolle spielt und Faust und Mephistopheles sagt, ich bin der Geist, der stets verneint und so weiter, schließen beide eine Wette ab. Und mit dieser Wette möchte ich mich jetzt mal kurz beschäftigen. Die Frage ist, Pakt oder Wette? Ein Pakt ist eine Vereinbarung zum gegenseitigen Vorteil. Darüber muss man nicht lange erklären. Mephisto sagt, ich will mich hier zu deinem Dienst verbinden, auf deinen Wink, nicht rasten und nicht ruhen. Wenn wir uns drüben wiederfinden, so sollst du mir das Gleiche tun. Das ist sozusagen die traditionelle Paktformel, die seit dem ersten Buch, dem ersten Faustbuch, immer wieder weiter tradiert wird. Faust bzw. Goethe und sein Faust machen etwas anderes. Faust und Mephistopheles oder Faust schlägt Mephistopheles eine Wette vor. Eine Wette ist eine Verabredung über das Eintreffen eines bestimmten Ereignisses. Es gibt Gewinner oder Verlierer. Und Sie vielleicht, wenn Sie sich für Fußball interessieren, dann wissen Sie, dass also
man mittlerweile auf alles wetten kann, wann fällt das erste Tor und fällt das erste Tor innerhalb von 20 Minuten und so weiter. Das ist der Grundgedanke einer Wette. Und Faust schlägt hier eine Wette vor und die folgendes zum Inhalt hat, also eine Wenn-Dann-Bedingung, werde ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. Also Sie sehen, die beiden sind nicht kommensurabel, die passen in ihren Vorstellungen nicht zusammen. Und was der neue Aspekt in diesem goethischen Faust ist, das ist jetzt eben diese Wette. Und da geht es um etwas anderes. Hier habe ich mal nur so als zur Illustration, ich habe Schüler diesen Paktvertrag formulieren lassen. Ich habe viele Beispiele bekommen und das ist vielleicht das Interessanteste, weil das sind jetzt männliche Schüler, die kennen sich halt so voll in diesem Repertoire von Pentagrammen und Teufelsbeschwörungen und 666 und so weiter aus. Das hat denen, die haben sich da richtig reingehängt, um diesen Vertrag zu gestalten. Etwas, wo man sieht, das ist so ein Punkt, der also eine Faszination ausstrahlt und das auch einer der Gründe, warum der Faust von Schülern und Schülerinnen schon mit Respekt und mit Interesse gelesen wird, je nachdem, wie ausführlich man das macht. Und jetzt die Frage, was will Faust eigentlich? Du hörst ja, von Freud ist nicht die Rede. Dem Taumel weihe ich mich, dem schmerzlichsten Genuss, verliebtem Hass, erquickendem Verdruss. Mein Busen, der vom Wissensdrang geheilt ist, soll keinen Schmerzen künftig sich verschließen. Und was der ganzen Menschheit zugeteilt ist, will ich in meinem Innern selbst genießen. Ich, mein inneres Selbst. Sie sehen da schon so den Grundgedanken, dieses egomanische, egozentrische, was sich hier anbahnt oder nochmal Ausdruck verschafft. Was will er? Gelehrten wissen, nein, er ist nicht mehr der noch eine Disziplin und noch eine Erkenntnis haben möchte. Lebensgenuss, nein. Er will etwas anderes. Er will Lebensintensität. Er will erfahrungsreicher werden. Er will es durchaus auch durchleiden. Er will diese Widersprüchlichkeit, diese Paradoxien im Leben selbst erfahren. Und auf diese Weise sozusagen eine neue Dimension von Leben und auch von Erfahrung gewinnen. Also es geht jetzt um eine andere Art von Dazulernen, nämlich Erfahrung und nicht Wissen und nicht Erkenntnis im klassischen Sinne. Der Mephistopheles hat es eigentlich nicht so richtig verstanden. Er führt ihn zuerst in eine Wirtschaft, in eine Kneipe, die es auch wirklich gab oder es noch gibt, glaube ich, in Leipzig. Dort versammeln sich Studenten und was machen die da? Die saufen und sie singen Lieder und so weiter. Das sind also ziemlich albern. Da fällt der Satz, politisch Lied, ein Gastiglied und dementsprechend findet das auch statt. Faust findet das gar nicht lustig und sagt, ich hätte Lust, nun abzufahren. Das ist das Einzige, was er macht, was er sagt in dieser Szene. Und Mephisto muss also wahrhaben, das ist nicht der Weg, mit dem er sich bei Faust sozusagen andienen kann. Er muss etwas unternehmen und das ist die Verjüngung. Aus dem Alten muss ein Junger werden, aus dem alten Kopfmenschen muss einer mit Leib und Seele und Lust werden. Und dazu führt er ihn in die Hexenküche. Dort wird ihm ein Trank gebraut, den er zu sich nimmt
Und während er also diesen, während er jetzt diese Verwandlung erfährt, da sieht er im Zauberspiegel eine Frau, deren Anblick ihn fesselt. Und er will gar nicht mehr weg, kann sich gar nicht losreißen von diesem Bild. Mephistopheles aber sagt, du sollst das Muster aller Frauen nun bald leibhaftig vor dir sehen. Und leise zu sich sagt er, du siehst mit diesem Trank im Leibe bald Helenen in jedem Weibe. Schnitt. Wir sind jetzt nicht mehr in der Hexenküche, wir sind auf der Straße. Und das Erste, was auf dieser Straße gesagt wird, ist Folgendes. Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, meinen Arm und Geleit ihr anzutragen? Und Margarete sagt, bin weder Fräulein, weder schön, kann ungeleitet nach Hause gehen. Das sind ja bekannte Zeilen. Sie ist kein Fräulein. Fräulein sind adlige, unverheiratete Damen. Ob sie schön ist oder nicht, das weiß man nicht. Aber für den Faust, der diesen Trank im Leibe hat, ist sie jetzt gerade sehr schön. Und sie beharrt auf ihrer Selbstständigkeit. Faust ist entzückt. Er sagt, beim Himmel, dieses Kind ist schön. So etwas habe ich nie gesehen. Sie ist so sitt- und tugendreich und etwas schnippisch doch sogleich. Und dann sagt er zu Mephistopheles Folgendes. Sorry, das muss ich wieder zurücknehmen. Oh, oh, Moment. So. Ja, hier bin ich. Hört, du musst mir die Dirne schaffen. Das ist der eigentlich richtige Begriff für Mädchen, einfache Mädchen aus dem niederen Stande. Wenn nicht das süße junge Blut heute Nacht in meinen Armen ruht, so sind wir um Mitternacht geschieden. Und das ist jetzt, man sieht jetzt etwas ganz anderes. Dieser Faust ist sozusagen unter Drogen. Er ist so hormonell aufgerüstet durch diesen Trank und Testosteron gesteuert. Er ist nicht mehr der Alte, er ist ein ganz anderer und er hat auch diese Eroberermentalität. Er macht dieses Mädchen ja richtig gehend an. Etwas, was bei Schülerinnen vor allen Dingen gar nicht gut ankommt, weswegen der Faust auch da alles andere als ein Held ist. Jedenfalls bahnt sich da etwas an, dass dieser Faust und das Faust und Gretchen in eine sehr komplizierte Beziehung schlittern werden und dass es da nicht nur Gewinner gibt, sondern auch Verlierer. Jetzt ein kleiner sozialgeschichtlicher Ausflug. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere daran, dass es im Zeitmagazin diese Serie gab, Tratsch gefragt, wer war's. Da wurde auch einmal gefragt, nach der Hinrichtung wurde sie unsterblich, wer war's? Es ist eine Susanna Margareta Brandt. Sie wurde im Jahre 1772 in Frankfurt öffentlich hingerichtet wegen Ermordung ihres Kindes. Was hat sie getan oder wer ist sie? Es gibt da die Prozessakten, man weiß da genau Bescheid. Sie war Dienstmagd, Analphabetin, mittellos, verführt von einem holländischen Kaufmannsdiener, also ebenfalls untere soziale Schicht. Man weiß nicht, wer er ist, der ist abgezogen. Sie bekommt ihr Kind, tötet es, wird durch ein Inquisitionsgericht verurteilt, nach 5 Monaten im Kerker oder im Katharinenturm öffentlich hingerichtet. Diese öffentliche Hinrichtung wurde verfolgt von jungen Männern, die alle Jura studiert haben oder ein ähnliches Gewerbe ausgeübt haben. Und zu diesen jungen Männern
gehört nicht nur Goethe, sondern auch ein Gottfried August Bürger, Jakob Michael Reinhold Lenz, Friedrich Schiller, Heinrich Leopold Wagner und Goethe selbst. Schiller natürlich noch nicht, aber sie alle haben sich damit literarisch beschäftigt, weil es für sie so gravierend, symbolisch für die Ungerechtigkeit und Vorsinn, Vorzeitigkeit der Rechtsprechung war. Und sie alle literarische Ambitionen hatten, in gesellschaftliches Bewusstsein, öffentliches Bewusstsein einzugreifen und etwas zu bewirken. Deswegen ist es zu Recht gesagt, dass dieses Thema des verführten Bürgermädchens ein Leitthema oder ein Zentralthema im Sturm und Drang, also dieser jungen Männer war. Schauen wir nochmal an, wer die waren. Gottfried August Bürger, Richter. Heinrich Leopold Wagner, Richter. Jurist, Advokat. Goethe, tatsächlich praktizierender Jurist für 2 Jahre. Lenz, ein Hofmeister oder Hauslehrer. Schiller, Militärarzt. Also alles Leute, hochgebildet, allerdings gesellschaftlich in problematischen Lagen, mit einer Ausnahme, Goethe selbst, der sehr gut ausgestattet war, finanziell durch seinen Vater und durch seine Familie. Ich habe jetzt ein Gedicht von ihm hier, das aus dieser Zeit stammt, mal möchte ich Ihnen vortragen, weil ich es für ganz erstaunlich halte und einer der Gründe, warum Goethe einen immer wieder fasziniert und erstaunen kann, vor Gericht. Von wem ich's habe, das sage ich euch nicht. Das Kind in meinem Leib. Pfui, speit ihr aus, die Hure da, bin doch ein ehrlich Weib. Mit wem ich mich traute, das sage ich euch nicht. Mein Schatz ist lieb und gut, trägt er eine goldene Kette am Hals, trägt er einen strohnen Hut. Soll Spott und Hohn getragen sein, trag ich allein den Hohn. Ich kenne ihn wohl, er kennt mich wohl und Gott weiß auch davon. Herr Pfarrer und Herr Amtmann, ihr, ich bitt, lasst mich in Ruhe. Es ist mein Kind und bleibt mein Kind. Ihr gebt mir ja nichts dazu. Also man sieht hier, abgesehen davon, dass hier eine starke Frau auftritt und zu Wort kommt, auch dieser Stachel, dieser Impetus gegen die Autoritäten, den Klerus und die Gerichtsbarkeit, die überhaupt kein Verständnis für die Lage für die schwierige Lage dieser jungen Menschen, vor allen Dingen in unteren Schichten, hat, sondern nur das Gesetz sprechen lässt und die Strafen ausspricht. Hier geht es nicht um Kindsmord, es geht aber darum, um öffentliche Schande, um sich verantworten vor einer Gerichtsbarkeit. Das ist, glaube ich, sehr schön dargestellt. Noch ein Punkt. Alle diese Geschichten, Dramen, Gedichte und Balladen machen Folgendes. Das Opfer, die junge Frau, wird sozial aufgewertet. Sie ist nicht eine analphabetische Dienstmagd, sondern sie ist eine Pfarrerstochter, sie ist eine Wirtstochter, sie gehört dem Bürgertum an, sie ist wohl gesittet und sie werden verführt von Soldaten, also Offizieren, von Adligen. Und daran sieht man diesen sozialen, dieses Bedürfnis der Autoren, hineinzuwirken in die Gesellschaft, indem sie den Konflikt zuspitzen zu einem sozialen Konflikt. Das ist, wenn man das auf den Punkt bringen will, Sturm und Drang. Und nun beginnt Gretchens Tragödie. Faust lässt ihr von Mephistopheles heimlich Schmuck ins Zimmer bringen. Das erste Mal
geht das dann gleich weiter zum Pfarrer. Die Mutter bringt es zum Pfarrer und der bringt es gleich, der verleibt es den Kirchenschatz ein. Beim zweiten Mal handelt Gretchen etwas schlauer und sie geht damit zu ihrer Nachbarin, einer Frau Marthe, und dort freuen sie sich daran und tragen das und laufen so durch das Zimmer durch. Und jetzt hat also Mephisto ein Problem. Wie kriegt er eigentlich den Faust? Wie kriegt er den Faust in den Dunstkreis von Gretchen? Und dazu bedient er sich einer List. Er schleicht sich ein, denn die Frau Marthe ist Witwe. Eigentlich ist sie keine Witwe. Sie möchte aber eine sein. Sie hat nur keinen Totenschein von dem Mann, der schon lange verschwunden ist und wohl Soldat geworden ist. Und diesen Totenschein braucht sie, um als Witwe anerkannt und damit wieder heiratsfähig zu sein und damit versorgt zu werden. Und nun kommt Mephistopheles und verspricht ihr, einen Zeugen herbeizubringen, der den Tod des Mannes bezeugen kann. Und dies mit den Worten: Ihr Mann ist tot, und lässt sie grüßen. Ich stand an seinem Sterbebette. Es war was Besseres als von Mist, von halb gefaultem Stroh. Allein er starb als Christ. Das ist ja eine dieser Unverschämtheiten Goethes, hier Christ auf Mist zu reimen. Das ist kein Versehen, das ist Absicht. Aber das darf eigentlich nur der Teufel selber machen. Und er hat es auch getan. In der nächsten Szene kommen die beiden dann tatsächlich zusammen, also Faust und Gretchen, und verlieben sich sofort. Er ist von ihrer Unschuld und Einfachheit, übrigens ist sie jetzt gerade erst 14 Jahre alt geworden, tief berührt. Und sie selbst ist davon etwas verwirrt. Sie weiß nicht so richtig, wie sie eigentlich mit diesem Menschen da, der so ganz anders ist und klug und hochgeboren, so weiter, wie sie mit ihm umgehen soll. Bin doch ein arm, unwissend Kind, begreife nicht, was er an mir findet. Die darauf folgende Szene, Wald und Höhle, ist ein Wendepunkt. Faust, der ja zwar jung ist, aber eigentlich ist er auch noch der Alte, hat so Momente von Klarheit, wo sozusagen diese hormonelle Überflutung eingedämmt wird, und da reflektiert er seine Lage und er erkennt seine Zerrissenheit und seine Abhängigkeit und er möchte eigentlich aussteigen. Und jetzt erscheint aber Mephistopheles und führt ihm vor Augen, wie das arme Mädchen, wie ihr die Brust eng wird und wie sie sich nach ihm sehnt, und er muss wieder zu ihr zurückgehen. Sie streiten und schließlich wird Faust, gibt nach und wird gegen besseres Wissen in Gretchens Welt zurückkehren. Und dies mit den Worten: Sie, ihren Frieden musste ich untergraben. Du, Hölle, musstest dieses Opfer haben. Mag ihr Geschick auf mich zusammenstürzen und sie mit mir zugrunde gehen. Das ist im Drama der Wendepunkt der Geschichte, der Handlung. Ab jetzt geht es bergab. Kurz zusammengefasst: Margarete und Faust. Margarete stellt ihm die alles entscheidende Frage, die werden wir gleich genauer anschauen. Faust gibt ihr einen Schlaftrunk für die Mutter, damit er endlich mit ihr allein sein kann. Danach überfallen Gretchen dunkle Ahnungen. Am Brunnen unterhalten sich ihre Freundinnen beim Wasserholen über eine dritte, welche schwanger geworden ist, und der Bursche ist verschwunden und will sie auch gar nicht haben. Und Gretchen bemerkt, dass es etwas mit ihr zu tun haben könnte. Es ist sozusagen ein Vorschein des Kommenden. Es taucht Valentins
Valentin, ihr Bruder, auf. Er ist Soldat und er hat gehört, dass seine Schwester gefallen ist. Und er will da sozusagen als der männliche, der größere Bruder, will er nach dem Rechten sehen. Und wie er in die Stadt kommt, da trifft er auf Faust und Mephistopheles. Und der Mephistopheles hält gerade der und sozusagen unter dem Fenster Gretchens eine Serenade. Valentin fährt dazwischen. Es kommt zum Kampf. Und Faust, dem Mephistopheles die Hand führt, ersticht ihn. Jetzt hat also Gretchen auch keinen Bruder mehr. Aber seine letzten Worte im Angesicht der Stadtbevölkerung, die zusammenläuft, sind die, dass er sie verflucht und der öffentlichen Schande preisgibt. In der nachfolgenden Szene sind wir im Dom. Auch hier findet Gretchen keinen Trost. Der Chor dröhnt. Die böse Stimme flüstert ihr ins Ohr. Ihr wird das Mieder eng. Ihr wird die Luft knapp. Sie ruft: Nachbarin, euer Fläschchen, und fällt wahrscheinlich um. Mit dem Fläschchen ist Riechsalz gemeint, mit dem man sich ab und zu wiederbelebt hat. Ich kenne das noch aus eigener Erfahrung, nicht das Riechfläschchen, sondern das ab und zu bei Hochämtern, ich bin katholisch, immer mal wieder einer umgefallen ist. Dazu hatte man damals offensichtlich diese besondere Ausstattung. Es kommt die Walpurgisnacht, auf der sich Faust richtig gut vergnügt, und danach kommt die Szene Kerker. Die Gretchenfrage. Nun sag, wie hast du es mit der Religion? Du bist ein herzlich guter Mann, allein ich glaube, du hältst nicht viel davon. Faust, lass das, mein Kind. Du fühlst, ich bin dir gut. Für meine Lieben ließ ich Leib und Blut, will niemand sein Gefühl und seine Kirche rauben. Margarete, das ist nicht recht. Man muss dran glauben. Faust, muss man? Margarete, so glaubst du nicht? Warum stellt Margarete diese Frage? Es gibt mehrere Gründe. Sie will eigentlich, ich meine, wenn man mit einem Mann zusammen ist und vor allen Dingen mit ihm im Bett war, was ganz offensichtlich der Fall, in Bett landen wird, dann will man wissen, wie ernst es diesem Mann ist. Zweitens, ist er heiratsfähig? Passt er in meine Welt? Passt er auch in meine Glaubenswelt? Kann ich mich mit ihm zeigen? Und deswegen ist diese Frage nach der Religion existenziell für Gretchen, und sie definiert letztendlich diese Beziehung, die sie eingehen möchte oder eingehen wird. Es ist was Ernstes. Und Faust flüchtet sich, nachdem er sich also quasi so ein bisschen rausgeredet hat, er flüchtet sich in einen Monolog, in eine Art Glaubensbekenntnis. Ich lese das mal vor. Misshöre mich nicht, du holdes Angesicht. Wer darf ihn nennen und wer bekennen? Ich glaub ihn. Wer empfinden und sich unterwinden zu sagen, ich glaub ihn nicht? Der Allumfasser, der Allerhalter, fasst und erhält er nicht dich, mich, sich selbst? Nenne es dann, wie du willst, denn Glück, Herz, Liebe, Gott. Ich habe keinen Namen dafür. Gefühl ist alles. Name ist Schall und Rauch, umnebelnd Himmelsblut. Das ist eine besondere Variante von Glaubensbekenntnis. Da könnte man jetzt viel drüber sagen. Ich mache es kurz. Es ist eine Art Gefühlsreligion, die hier vertreten wird. Liebe ist Gottesdienst. Es ist die Begegnung oder das im Gottsein ist letztendlich ein Gefühlserlebnis, eine Art von Gefühlsintensität. Gefühl ist alles.
Aber was ist jetzt die soziale Dimension? Ist das nicht ein flüchtiges Erlebnis, diese Gotteserfahrung, diese religiöse oder spirituelle Erfahrung? Kann man darauf bauen? Ist das überhaupt etwas Ernstes? Und Gretchen sagt, das ist alles recht schön und gut. Ungefähr sagt das der Pfarrer auch, nur mit ein bisschen anderen Worten. Als Faust wieder, es sagen es alle Orten, alle Herzen unter dem himmlischen Tage, jedes in seiner Sprache. Warum nicht ich in der meinen? Margarete, wenn man so hört, möcht's leidlich scheinen, steht aber doch immer schief darum, denn du hast kein Christentum. Sie hat das voll im Griff. Dieser Faust ist irgendwie in einer anderen spirituellen Dimension, wenn überhaupt. Auf ihn ist kein Verlass. Und dennoch passiert an diesem Abend Folgendes. Faust gibt ihr einen Schlaftrunk für die Mutter, damit sie endlich mal alleine sein können. Und er verspricht ihr, sie sagt, was tue ich nicht um deinetwillen? Es wird ihr hoffentlich nicht schaden. Faust, würde ich sonst, Liebchen, dir es raten? Margarete, sehe ich dich, bester Mann, nur an, weiß nicht, was mich nach deinem Willen treibt. Sie ist sozusagen willenlos ihm ausgeliefert. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Wenn Sie das jetzt genau anschauen, das ist sozusagen eine Dreiecksbeziehung. Das ist eine Abhängigkeit von Faust zu Mephisto. Wir haben eine Anziehung von Faust und Margarete und eine Abstoßung von Mephisto und Margarete. Diese Dreiecksbeziehung ist tödlich, könnte man sagen. Es gibt echte Beziehungen, echte Gefühle. Es gibt ein intuitives Misstrauen. Mephistopheles ist der Drahtzieher und der Zerstörer dieser Beziehung. Und Faust ist von Mephistopheles abhängig. Also es ist eigentlich hoffnungslos und vor allen Dingen ausweglos für Gretchen. Sie ist unehelich schwanger. Die Mutter ist am Schlaftrunk verstorben. Ihr Bruder von Faust ermordet. Sie ist öffentlicher Schande ausgesetzt. Sie findet in der Kirche keinen geistlichen Trost. Sie ist auch dem Gesetz und dem Gericht ausgeliefert. Und das Schlimmste, ihr Mann, ihr Verführer, hat sich aus dem Staub gemacht. Nämlich in die Walpurgisnacht und dort wird gefeiert. Walpurgisnacht ist die Nacht auf den 1. Mai. Da treffen sich die Hexen und Hexer und anderes magisches Volk auf den Brocken im Harz. Und dort führt ihn der Mephistopheles und ist alles ziemlich orgiastisch. Geradezu geil, auch in der Sprache. Es passiert einiges, aber das Entscheidende ist Folgendes. Faust in dem ganzen Getümmel sieht ein blasses, schönes Kind allein herumstehen. Sie schiebt sich langsam nur vom Ort. Sie scheint mit geschlossenen Füßen zu gehen. Ich muss bekennen, dass mir deucht, dass sie dem guten Gretchen gleicht. Mephistopheles, lass das nur stehen. Dabei wird niemand wohl. Es ist ein Zauberbild, ist leblos, ein Idol. Faust, fürwahr, es sind die Augen einer Toten, die eine liebende Hand nicht schloss. Das ist die Brust, die Gretchen mir geboten. Das ist der süße Leib, den ich genoss. Welch eine Wonne, welch ein Leiden. Ich kann von diesem Blick nicht scheiden. Wie sonderbar muss diesen schönen Hals ein einzig rotes Schnürchen schmücken, nicht breiter als ein Messerrücken. Das ist sozusagen eine Vision dessen, was in seiner Abwesenheit geschehen ist.
Und nun erfährt er also tatsächlich, wie es um Gretchen steht. Er erinnert sich sozusagen, er wird an sie erinnert. Und er beschimpft Mephistopheles, dass dieser ihm dies verheimlicht habe. Er fordert ihn auf, sie zu retten. Und Mephistopheles sagt, es stünde nicht in seiner Macht, aber er könne die Sinne des Wächters umnebeln, damit Faust sich der Schlüssel bemächtige. Im Kerker wartet Margarete auf den Scharfrichter. Es ist dunkel. Für diesen hält sie Faust. Als sie ihn schließlich erkennt, widersetzt sie sich jedoch seiner Aufforderung, ihm zu folgen. Als Mephisto dann am Kerkereingang erscheint, verweigert sie sich endgültig und übergibt sich dem Gericht Gottes. Heinrich, mir graut's vor dir, ihre letzten Worte. Mephistopheles sagt, sie ist gerichtet. Eine Stimme von oben sagt, sie ist gerettet. Und das ist jetzt so sehr bedeutsam, auch um zu erklären, was ein tragischer Konflikt ist. Also sie ist gerichtet, sie ist für schuldig befunden, sie ist der Tat überführt, also sozusagen die gesamte weltliche Gerichtsbarkeit bricht über sie herein und verurteilt sie nach geltendem Recht zu Recht. Sie ist schuldig durch ihr Handeln gegen die moralische Ordnung ihrer Gesellschaft, aber sie hat es aus Liebe getan. Und die Stimme von oben, die sagt, ist gerettet, entschuldet sie und begnadigt sie vor einem höheren Gericht, weil sie die Verantwortung und die Schuld bereitwillig auf sich nimmt, weil sie auch nur Opfer und Objekt einer Wette war. Sie ist aus dieser Perspektive schuldlos, im Spiel höherer Mächte in eine Situation der Ausweglosigkeit geraten. Und das ist die klassische Definition von Tragik, tragischem Schicksal, Ausweglosigkeit durch diese Verquickung von Schuld und Unschuld. Wir sind also hier in einer echten Tragödie und man verwendet den Begriff tragisch da oft in einem Zusammenhang von traurig, aber hier ist das im klassischen Sinne, auch im Sinne des antiken Dramas, ein tragischer Konflikt, eine tragische Ausweglosigkeit. Und damit fassen wir das Ganze zusammen. Gretchen, nicht Faust, ist die tragische Gestalt des Dramas, denn sie geht an diesem unlösbaren Konflikt zwischen freiem Willen und gesellschaftlicher Norm zugrunde. Faust aber trägt den Konflikt in sich weiter. Er bleibt in jeder Hinsicht unerlöst, auch nicht erlösungswürdig, um das hinzuzufügen. Weder nimmt sich eine weltliche Gerichtsbarkeit seiner Taten an, noch wird er von einem himmlischen Gericht zur Rechenschaft gezogen, noch leidet er unter größerer Gewissenspein, wie sein weiterer Weg durch die große Welt zeigen wird. Sein Weg durch die große Welt ist Faust 2 und er beginnt diesen Weg durch den Schlaf des Vergessens. Er vergisst einfach alles, was vorher war und fängt neu an. Wenn Sie mir noch zum Schluss ein Resümee gönnen. Was ist der Faust für ein Typ? In welchen Interpretationen, welche Deutungen sind im Laufe der Zeit hier versucht worden? Der Tatenmensch, ich habe schon darauf angesprochen, am Anfang war die Tat. Das ist sozusagen die Deutung des Faust im wilhelminischen Kaiserreich bis hin ins Dritte Reich hinein. Das hat mit dem Ende des Faust von Faust II zu tun, wo Faust ein Kolonisator, ein Imperialist ist, der also durch Handel, Piraterie und Seefahrt neue Länder erobert und sich ein Reich aufbaut. Der Unmensch, er ist eigentlich in gewisser Weise ein Charakterschwein und als solcher überhaupt nicht akzeptabel als deutscher Held oder als ein Vorbild für ein strebendes Bemühen.
Und in dieser Weise ist er auch ebenfalls wahrgenommen worden von kritischen Zeitgenossen des 19. Jahrhunderts, insbesondere im Vormärz, also Heinrich Heine zum Beispiel und andere Vormärz-Autoren, die haben dieses Amoralische in dieser Figur also sehr stark in den Vordergrund gestellt. Der letzte Begriff, der Unbehauste, stammt von Faust selbst. Er hat sich selbst als unbehaust bezeichnet, das heißt, einer, der eigentlich in keinem übergeordneten Sinnzusammenhang eingebettet ist, sozusagen ein Mensch, der spirituell und weltanschaulich in jeder Hinsicht heimatlos ist. Und das läuft eher auf diese existenzialistische Weltanschauung oder Philosophie der absoluten Sinnlosigkeit und Absurdität der Welt, der Existenz hinaus. Als da wird Faust eben als Repräsentant dieser des Versuches, in einer sinnlosen Welt sich seiner Existenz einen Sinn zu geben und gleichzeitig der Sinnlosigkeit dieses Unterfangens bewusst zu sein. Das ist also sehr modern, aber die Stichworte dazu kommen interessanterweise von Goethe und Faust selbst. Was hat Goethe selbst gesagt? Die Deutschen sind übrigens wunderliche Leute. Sie machen sich durch ihre tiefen Gedanken und Ideen, die sie überall suchen und überall hineinlegen, das Leben schwerer als billig. Das wurde geäußert im Gespräch mit dem Biografen Johann Peter Eckermann. Goethe fährt fort: Ei, so habt doch endlich einmal die Courage, euch den Eindrücken hinzugeben, euch ergötzen zu lassen, euch rühren zu lassen, euch erheben zu lassen, ja, euch belehren und zu etwas Großem entflammen und ermutigen zu lassen. Da kommen sie und fragen, welche Idee ich in meinem Faust zu verkörpern gesucht, als ob ich das selber wüsste und aussprechen könnte. Je inkommensurabler und für den Verstand unfasslicher eine poetische Produktion, desto besser. So, ich hoffe, dass ich Ihnen dieses Werk trotzdem etwas fasslicher und auch vergleichbar kommensurabler gemacht habe. Es ist ein weites Feld und ein großer Brocken. Aber ich denke, wir sind schon ordentlich weiter. Und wenn Sie jetzt noch da sind, bei mir sozusagen, dann bedanke ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Klaus, herzlichen Dank für den kenntnisreichen Vortrag. Und wenn ich für mich sprechen darf, auf jeden Fall ist mein persönliches Verständnis von dieser Tragödie deutlich verbessert worden. Zur Technik jetzt. Ich habe für die Diskutanten, für die willigen Diskutanten, die Beschränkung aufgehoben. Sie können jetzt also sich selbst die Stummschaltung aufheben. Und jeder, der eine Frage stellen möchte, kann dies jetzt auch tun. Vorher, es muss gar nicht eine Frage sein. Es darf auch gerne eine eigene Erfahrung mit dem Faust, mit der Faustlektüre oder vielleicht auch einem Theaterbesuch sein, dass wir das so ein bisschen teilen und zusammensetzen können. Also wer ist so mutig und ergreift das Wort? Valentina? Ja, ich bin so begeistert, bin so dankbar, dass ich das höre, auf Deutsch hören kann. Ja. Den Faust kenne ich auf Russisch. Und ich weiß, mir hat er ganz gut gefallen. Ein kluger Herr, der Sinn des Lebens wollte erforschen, trotz dass er gesündigt hat. Aber das war alles getan, dass er weiter der Menschheit dienen kann, als Arzt, als Mensch.
So habe ich das jetzt auch verstanden. Und in Deutsch noch, verstehen Sie, für mich ist es, ich bin jetzt schon 30 Jahre hier in Deutschland und ich habe das jetzt nur in Russisch irgendwie im Kopf. Und heute habt ihr meine Hirnzellen aufgerüttelt. Dankeschön, sehr angenehm, sehr. Ja, das höre ich natürlich gerne. Was mir ein bisschen Kopfzerbrechen macht, ist die positive Bewertung der Faustfigur. Denn er ist ja allein im Faust 1 ist er ja kein Held. Er ist eher ein Anti-Held, vielleicht sogar ein Unhold. Und das wird im zweiten Teil nicht besser. Die Frage ist am Schluss, wie ist dieser Mann überhaupt erlösungswürdig und wie hat der Goethe das geschafft, ihm sozusagen das Recht zur Himmelfahrt zuzugestehen? Und das ist ein ganz komplizierter Fall. Es basiert auf dem einen Satz, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Und jetzt ist die Frage, ob die Bestrebungen des Faust, ob die eine ausreichend moralische oder ethische Substanz hatten, um tatsächlich erlösungswürdig zu sein. Und ich mache es kurz. Der letzte Satz in dem Faust 2 kommt von oben und heißt, das ewig Weibliche zieht uns hinan. Und damit ist sozusagen eine Art allumfassende Liebe gemeint, die dann die Erlösung von die zur Erlösung beiträgt, auch wenn die nicht unbedingt berechtigt ist. Also von daher, Faust ist eine schwierige Figur, sehr gefährdet. Da würde ich gerne mal gleich anknüpfen. Faust ist eine schwierige Figur. Ich habe einige Jahre in Weimar gelebt, kenne also diese Stadt und Goethe lebt heute noch in Weimar. Der ist noch da. Ich habe auch die Mädlerpassage kennengelernt, den Auerbachs Keller, den es heute noch gibt. Und Ihre wunderbare Durchwanderung des Faust. Dabei habe ich mir heute Fragen gestellt, ob sich Goethe nicht in gewisser Weise in verschiedensten Passagen aus verschiedensten Sichten im Faust nicht selbst dargestellt hat. Und zum Schluss haben Sie nochmal hingewiesen auf den Tatmensch, den Unmensch und den Unbehausten. Und obwohl Goethe sein wunderbares Gartenhaus hatte und auch das Goethehaus am Frauenplan in Weimar noch existiert und es dort bewohnt hat, war meines Erachtens Goethe trotz aller materiellen Sicherheit ein Unbehauster. Das ist fast eine Frage, aber ich will es mir als These in den Raum stellen. Dankeschön für Ihren wunderbaren Ausflug. Also dem stimme ich voll zu. Goethe, obwohl er immer im Zentrum der Aufmerksamkeit war, in Weimar bis hin zur internationalen Aufmerksamkeit zur Zeit lebens, hat immer sein eigenes Ding gemacht, ganz modern gesagt. Aber Sie sprechen das Gartenhäuslein an, Gartenhäuschen. Als Goethe der Erzieher des Herzogs Karl August geworden ist, war er in der Weimarer Gesellschaft nicht anerkannt. Ja. Und dass er dieses Gartenhäuschen bekam, das muss ziemlich verfallen und runtergekommen sein. Das war eine Art Fluchtstelle. Es war ein Zeichen dafür, dass man ihn noch nicht so richtig eingeordnet hat. Also er musste quasi Vorlieb nehmen mit einem Gartenhäuschen. Ich war drin, das ist nicht üppig, das ist nicht großartig, das ist nur der
der Garten drumherum ist sehr schön. Also er war über Jahre hinweg, war er in der Weimarer Gesellschaft nicht wirklich angekommen. Und das wurde auch nicht besser, als er dann seine Christiane Vulpius endlich geheiratet hat, mit der er 18 Jahre lang zusammenlebte und einen Sohn hatte. Und als er die Christiane geheiratet hat, dann fing überhaupt erst das Gespött und das Getuschel in der im Weimarer Hofgesellschaft an, denn man darf ja einen Bettschatz haben, eine Konkubine, aber die noch heiraten. Ja. Das tut man nicht. Also nur so kleine zum Beispiel, allein schon biografisch, wie er immer nur für sich dastand. Und er hat sich selber sehr stark als Wissenschaftler verstanden, der über Farben, über Mineralogie, über Botanik gearbeitet hat. Er hat gesammelt, er hat unheimlich viel Geld ausgegeben für seine Sammlung, meistens mehr, als er wirklich hatte. Und auch da war er in einem ganz anderen, in ganz anderen Dimensionen als die Gesellschaft um ihn herum. Und auch in der Hinsicht war er alleinstehend. Ob er ein sympathischer Mensch war, ist eine andere Frage. Da gibt es einige Schilderungen, dass er doch sehr eitel und sehr egozentrisch gewesen ist. Und also so viel dazu. Sonst rede ich zu viel. Also der Hinweis ist wichtig, diese Art von Ausgesetztsein und Suchen und universale Gelehrtheit, die dem Faust zu eigen ist, die ist ihm auch eigen. Ja, er war ja eine Art Universalgelehrter. Und da frage ich aber trotzdem noch mal nach, ob all das, was er gemacht hat als Minister, er hat ja Bergbau betrieben und alles, Sie haben doch Verschiedenes angesprochen, hat Bad Berka die Quelle eröffnet dort. Also ob das nicht auch eine Art Flucht gewesen ist, diese Umtriebigkeit natürlich in einer sehr intelligenten Weise. Ja, ich kann das nur bestätigen. Ich sehe das auch so. Ja. Na, vielen Dank, ja. Ich möchte herzlich danken für den Vortrag. Für mich war ja gut, Faust in der Schule habe ich ihn vor vielen, ja, über 50 Jahren durchgenommen. Dann war er für mich weit weg. Bis auf einige Zitate, die man schon mal nachgeschlagen hat. Und jüngst wurde ich plötzlich wieder draufgestoßen und habe die schöne alte Ausgabe, die ich noch im Bücherschrank verstaubt stehen hatte, vorgeholt. Und zwar anders war mein Enkel, der inzwischen in der Schule Faust bespricht, der liest. Er muss. Er muss, ich weiß. Pflichtlektüren. Ja. Für mich war das sehr, sehr interessant. Einmal habe ich mir selber den Faust wieder zur Hand genommen und habe festgestellt, dass ich ihn völlig anders eingeschätzt habe, als ich ihn aus der Schulzeit in Erinnerung hatte. Das nächste war, dass mir bewusst wurde, dass mein Enkel den eigentlich gar nicht verstehen konnte. Und zwar deshalb nicht verstehen konnte, weil sich ganz viel aus dem religiösen Bereich, im Prolog im Himmel, ihm nicht mehr erschlossen hat, weil die Stellung der Frau heute eine völlig andere ist. Ja. Er konnte überhaupt nicht begreifen zuerst diese Tragödie vom Gretchen. Die Einschätzung auch vom Faust, was schon im Ausdruck kommt, bei den Soldaten, bei den Jedersoldaten, wo die Eroberung der Frau mit der Burg verglichen wird. Mhm, ja, die Soldaten erobern die Burg, sie erobern das Mädchen und dann ziehen sie weiter. Ja. Und die Sache ist erledigt. Ja, ja. Und da gab es für mich mit Julian, also unserem Enkel, sehr, sehr interessante Diskussionen, sehr interessante Fragestellungen. Und mir blieb dann immer noch also etliches bei Faust oder bei Goethe im Unklaren. Und da hast du mir jetzt auch eigentlich einen ganz neuen Blickwinkel eröffnet. Und ich bin sehr, sehr froh, dass der Vortrag aufgezeichnet wird oder wurde,
dass ich so einiges nochmal nachhören kann. Und auch, ich denke, es wird auch Julian eine ganze Menge beim Verständnis helfen. Also vielen Dank. Ja, danke schön. Kannst du mir erklären, wie deine jetzige Lektüre von dem Faust anders ist als die du in Erinnerung und aus der Schule hast? In der Schule war es der große Gelehrte. Mhm. Und das Gretchen war ein dummes, gefallenes Mädchen, was sich einfach nicht an die Regeln hielt und dadurch das Schicksal erlitten hat, was eben uneheliche Mütter, ich denke, auch noch in meiner Jugendzeit oft erfahren haben. Nicht mehr so dramatisch, aber die Ächtung bestand ja noch vor 50 Jahren. Ein Mädchen, was uneheliche schwanger wurde, ein Kind hatte. Also ich werde zu Hause rausgeflogen, in Rausch und Bogen. Ich habe die Erfahrung dann bei unserem Sohn gemacht. Das hast du ja mitbekommen, als wir erfahren hatten, dass wir Großeltern wurden und dass da die Einstellung der Gesellschaft sich schon total gewandelt hat. Ja. Teil gab es noch Bemerkungen, aber im Grunde war es keine Tragödie mehr. Und heute ist es selbstverständlich, dass kein Trauschein nötig ist und mir wird nie mehr, denke ich, wird jemand vom gefallenen Mädchen sprechen oder das ist eine Schande. Also da hatte ich in der Schule den Faust sehr unkritisch gelesen, war beeindruckt von der Sprache, von den Figuren. Als ich ihn jetzt wieder zur Hand nahm, da fand ich schon die Wette ungeheuerlich. Da fand ich schon einfach eine Gemeinheit, so eine Wette abzulassen, wo der Mephisto ja eigentlich auch nur vorgeführt wird. Ja. Ja? Und dann ging es weiter, einfach diese Einstellung gegenüber der Frau, die ich dann mit Julian rückwirkend ihm erklärt habe, dass das früher alles völlig anders war. Und auch von der Betrachtung, für mich war nicht mehr der Faust der Mittelpunkt, sondern eigentlich das Schicksal von dem Mädchen. Ja, ja. Hat sich sehr, sehr viel geändert. Und ich hatte auch eine Menge eigentlich mit zu tun, einfach Dinge zu erklären. Ja? Diese ganzen Erdgeistbeschwörungen, was du im Vorfeld sehr gut erklärt hast mit der Nekromantik, der Chiromantik und so weiter, was heutigen Jugendlichen sehr fremd ist. Wie ging es dir denn als Lehrer, wenn du Faust besprochen hast mit deinen Schülern? Also ich habe es gern gemacht, weil wir viel zusammen gelesen haben. Das sind die Möglichkeiten, einfach mal im Kreis zu sitzen zum Beispiel und in verteilten Rollen zu lesen. Das sind seltene Gelegenheiten, die man im Unterricht hat. Und weil ich immer das Gefühl hatte, es gibt ein Interesse dran. Also die Schüler wussten zwar nicht, auf was sie sich einlassen, aber sie haben das Gefühl, das muss man wissen. Da muss, ich sage nur danke. Ich weiß nicht, ob man mich überhaupt hört. Ja. dann ist es gut. Ich sage danke. Und das war sehr interessant alles. Und wünsche euch alle eine gute Nacht und diskutiert einfach weiter. Dankeschön. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Darf ich mal eben was fragen? Ja, bitte. Ja, hier ist Waltraud. Ich habe eine Frage. Ich habe vor Jahren mal gehört, dass es in dem Zusammenhang mit dem Kindesmord und der Verurteilung einen anderen Kindesmord gab, da an dem Goethe als Justizminister irgendwie beteiligt war, als Richtender auch. Und da hat er wohl auch den die Verurteilung dieses Mordes unterstützt und nicht verteidigt, nicht dieses Mädchen verteidigt. Ich habe das auch gelesen, allerdings im Internet. Und ich kann dazu nichts sagen. Ich traue dem Goethe einiges zu, was er in sein sozusagen als Klassiker und Minister und so weiter gemacht hat. Er war sich ja immer dieses Zwiespaltes selber bewusst. Aber ich
kann das nicht bestätigen, dass das irgendwo steht. Und von daher wäre es mir recht, wenn man da irgendwelche Quellen dazu nennen könnte, um das, den Wahrheitsgehalt dieser Behauptung nachprüfen zu können. Mhm. Gut, danke. Ich hatte das mal sogar in der Schule gehört, ja, von einem Deutschlehrer. Ja, also wie gesagt, ich wäre sehr dankbar, wenn mir das jemand irgendwann schwarz auf weiß, oder ich müsste dann tatsächlich nochmal den Friedenthal neu lesen oder den Safranski, ob das da drin vorkommt. Also jetzt so die Goethe-Biografien. Ja, danke. Die Zugabe von Margit, die war mir jetzt sehr interessant. Und ich möchte Sie fragen als Lehrer, ob es nicht wirklich so ist, dass man in jungen Jahren diesen wunderbaren Stoff ganz anders versteht, als dann später mit der eigenen Lebenserfahrung, die man durchgemacht hat, und diesen Stoff dann nochmal neu wieder liest. Das ist eine ganz andere Situation. Und ich möchte auch meinen, dass der Goethe mit diesem riesigen Stoff, ob wir den überhaupt bisher völlig durchforsten konnten und erklären konnten, das wage ich zu bezweifeln, aber ob er nicht auch selbst an seine Grenzen gekommen ist, die er einfach mit solchen Worten wie "Ich bin so klug als wie zuvor", also er kapituliert im Grunde genommen an einer bestimmten Stelle und sagt, ich habe mich bemüht, dieses und jenes zu erkennen, zu durchforsten, aber ich bin an meine Grenzen gekommen und hier komme ich nicht weiter. Also jetzt, es ist so, dass wir wahrscheinlich alle so ein ähnliches Erlebnis hatten, auch wie Margit berichtet hat, dass wir aus unserer Jugend ein ganz anderes Faustbild haben, das stark heroisiert ist und die moralische oder amoralische Dimension da drin aus irgendeinem Grunde nicht so richtig vermittelt oder deutlich gemacht worden ist. Weil man wohl meinte, dieses ein Mensch, der sich bemüht und der nach vorne drängt und so weiter, der hat das Recht, sozusagen Leichen hinter sich zu lassen. Das ist jetzt, ich würde sagen, das ist anders. Wir haben diesen Ballast, oder Schüler, die jetzt den Faust lesen, die haben schon von Lehrerseite her diesen Ballast nicht. Die Literatur selber ist auch nicht mehr so, eindeutig. Also wenn die Schüler diese Lektürehilfen zum Beispiel zur Hand nehmen von den Verlagen, dann werden die darin auch ein kritischeres Faustbild vorfinden. Und dann gibt es auch noch sowas wie ein grundlegendes Unverständnis dieser männlichen und machohaften und an sich amoralischen Vorgehensweise, die, wenn man den ganzen Ballast von diesem Heroismus-Ballast nicht hat, dann fällt das viel deutlicher ins Auge, als es bei uns der Fall war. Wir haben den Faust ja eigentlich, wenn wir ihn überhaupt in der Schule vermittelt bekommen haben, haben wir ihn als Held, als positive Gestalt mit diesem Vorwärtsdringen und Eroberungsgeist und Tatkraft und so weiter vermittelt bekommen. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass das Gretchen, die Gretchen-Tragödie so stärker in den Mittelpunkt gerückt wird. Also der erste Teil, die Gelehrten-Tragödie, ist eigentlich ein sehr traditioneller Fauststoff. Da hat Goethe sich im Rahmen dessen bewegt, wie der Stoff vermittelt oder tradiert worden ist. Sein eigener Beitrag, und der ist in gewisser Weise also sehr, sehr respektabel, ist dieses Gretchen, diese Margaretengeschichte, die einen ganz direkten Zeitbezug hat, der Faustschen Figur eine andere Person gegenüberstellt, die auch ihre Berechtigung hat, die in mancher Hinsicht viel klarsichtiger und deutlicher erkennt, was mit diesem Menschen eigentlich los ist und wie sehr der sich in falscher Gesellschaft befindet und aber damit nicht wirklich durchdringt.
Also das ist, glaube ich, jetzt schon eine Wende zu einer Neubewertung des Faust, weg von diesem Magier hin zu der Gretchenfigur, die ein anderes Licht auf ihn wirft. Ja, aber schauen Sie, genau da kommen Sie auf einen Punkt, der mich nachdenklich macht. Wir haben in der Jugend den Faust nur in Teilstücken kennengelernt. Aber es war damals eine andere Situation. Und vor allen Dingen, es war eine gespaltene. Ich habe den Faust in der DDR kennengelernt. Ja. Da war ein uneheliches Kind, war kein Problem. Hingegen ist das jetzt oder hier auf der anderen Seite Deutschlands eine ganz andere Betrachtung gewesen. Margit hat es ja dargestellt. Also schon da gibt es Unterschiede. Und ich glaube, so wird also dieser Stoff zu jeder Zeit anders empfunden und auch bewertet werden. Also, dass Sie schon die Faust-Lektüre in der DDR ansprechen, das ist ja auch ein interessantes Kapitel, weil die DDR ja schon von ihrer eigenen Identitätsbildung her sehr daran interessiert war, das klassische Erbe für sich in Anspruch zu nehmen. Und es gibt im letzten Teil von Faust 2 gibt es ja diese Vision, die der alte Faust hat, von freiem Grund auf freiem, vom freien Volk auf freiem Grunde. Ja. Und diese Vision ist ja in der DDR also ganz stark auf sich selbst angewandt worden und gibt dann eben dementsprechend der Faustfigur und eine positive, ja, vielleicht sogar staatstragende Identifikationsmöglichkeit. Ja. Mhm. Ja. Klaus, es gibt noch eine Wortmeldung von der Hedi. Ja. Hedi? Ich würde sagen, ja, dass so lange die Literatur besteht, immer der Faust im Mittelpunkt stehen wird. Ich möchte damit sagen, auch in 200 Jahren wird man noch über den Faust sprechen. Ja. Denn es ist schon so lange Zeit vergangen und wenn man es überlegt, ich habe ihn praktisch in den 30er, in den 40er Jahren gelesen, dann in den 70ern und jetzt praktisch bald am Lebensende nochmal. Ich habe ihn jedes Mal anders verstanden und für mich anders bewertet. Also praktisch, das Gretchen war für mich eigentlich immer eine Nebenfigur. Dabei war sie ja eine Hauptfigur. Ich habe immer gedacht, Goethe ist sein ganzes Leben auf der Suche nach sich selbst gewesen und nach Bestätigung. Ja. Er fühlte sich, obwohl er ja später anerkannt war, er fühlte sich immer also nicht angekommen. Ich würde sagen, er war immer auf der Suche nach sich selbst. Und für mich, ich habe eigentlich, wenn ich Goethe gelesen habe und über ihn gehört, immer mehr an diesen Menschen gedacht, als an die Stücke oder die Figuren, die er um sich herum geschaffen hat. So habe ich ihn gesehen. Und ich möchte mich bei dem wunderbaren Herrn recht, recht herzlich bedanken für den wunderschönen Vortrag. Ja, vielen Dank. Sie wissen ja dann, dass Goethe sich noch als 70-Jähriger in ein junges Mädchen verliebt hat. Ja. Ja. Und die das natürlich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Aber er war zu solchen Taten, so bis zum Schluss, zu solchen Gefühlstagen, Taten bis zum Schluss, war er in der Lage und bereit. Und von daher kann man sagen, er ist in dieser Hinsicht immer auf neue Erfahrungen, auf neue Intensitäten ausgewiesen. Ja. Er war eigentlich immer auf der Suche, ne? Ja, ja. Ja. Sehr schön erfasst. Wunderbar. Wunderbar. Das war ein wunderbarer Vortrag. Vielen, vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Also mir fehlt ein bisschen der Überblick. Ich kann nicht alle Teilnehmer gleichzeitig sehen hier.
wenn jemand noch was fragen möchte, kann er sich freischalten. Dieter, ja? Ja, ich würde gerne noch etwas dazu sagen. Faust hat uns eigentlich unseren Spiegel vors Gesicht gehalten. Die Gesellschaft hat sich in den ganzen 200 Jahren nicht verändert. Wir leben immer noch nach denselben moralischen und unmoralischen Prinzipien, wie sie bei Faust gezeigt werden. Da hat sich gar nichts auf der Welt geändert. Und da wird sich auch nichts mehr ändern. Das ist einfach das Volk, das lebende Volk, das wir haben. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Ansonsten ja. Vielen Dank. Okay. Abschließende Frage, lieber Karl. Kriegen wir vielleicht Faust 2 auch noch mal vorgetragen? Oh, dann müsste ich den Klaus fragen. Ja. Klaus, wärst du bereit, über Faust 2 noch mal einen solchen Abend zu gestalten? Ja, wenn man mir die Zeit dazu gibt. Ja, also im nächsten Jahr. Dieses Jahr sind wir voll. Ja, ja, dann, ja, dann schaffe ich das. Also erzählen und ist kein Problem, aber es muss ja auch ein bisschen gestaltet werden und eine Präsentation und das muss auch ein optisch, also das ist die eigentliche Arbeit. Und denn zu, was da, den Durchgang durch den Faust 2, könnte ich auch so leisten, aber es muss ja ein bisschen unterhaltsam sein. Also dazu Zeit und wir können ja mal gucken, was in deinem Plan, in eurem Themenplan, wann sich da die nächste Lücke ergibt. Also 2022 gibt es bisher nur Lücken. Ja. Okay. Also wir haben jetzt das Programm bis Dezember für dieses Jahr stehen. Ja. Sogar mit 2 Zusatzvorträgen außer der Reihe. Damit sind wir dieses Jahr voll, aber ab 2022 hast du die Wahl. Also ja. Ich finde das ja schön, wenn du dazu bereit wärst, weil über Faust 2 weiß ich überhaupt nichts. Ja. Das ist auch eine ganz andere Nummer. Also die Dimensionen sind gigantisch. Da muss man eine Schneise durchschlagen und ich kann den Versuch mal wagen, ja. Okay, prima. Schön. Ja, ich möchte nur noch loswerden, dass ich das total interessant fand. Sie haben das unheimlich gut präsentiert, sehr verständlich und sehr lebendig. Und also ich fand es total interessant. Haben Sie toll gemacht. Ja, vielen Dank. Ich fühle mich geehrt. Vielen Dank. Ja. Danke. Okay, lieber Klaus, dann würde ich, wenn jetzt nicht noch Protest kommen sollte, würde ich mich herzlichst bei dir bedanken. Und ich denke, wir haben alle einen sehr interessanten Abend verlebt. Und ich werde mich dann ab morgen daran machen, ein Video zu schneiden, das man hochladen kann nach YouTube. Alles klar. Ich bedanke mich. Ich habe es ja am Anfang schon vorweg gemacht, aber ich bedanke mich nochmal, dass Sie noch dabei sind und dass Sie das auch noch gut gefunden haben. Freut mich natürlich sehr. Ich würde nächstes Mal versuchen, mich etwas kürzer zu fassen. Ich habe immer einen Blick auf die Uhr gehabt und dann dachte ich, ich bin schneller. Aber Sie sind alle noch dabei und das freut mich. Einen schönen Abend. Ja, danke. Gute Nacht und Dankeschön. Danke. Gute Nacht.